Du hast mehrere Jahrzehnte in dem Bereich gearbeitet, generell Ja, also Pharma, Patienten. ich hab in München approbiert und auch promoviert übrigens. Ich habe dann bin nach Frankreich umgezogen, habe dort Allergologie und Immunologie also einen französischen Facharzt gemacht. Was das hier wäre, weiß ich nicht. Ich glaube, da müsste man hier in Deutschland noch entweder Dermatologie oder Innere da vorher studieren, um überhaupt Allergologe werden zu können. Das weiß ich nicht, ob das heute noch so ist. Das war irgendwas damals so. Aber in Frankreich ist halt Allergologie und Immunologie ein eigenes Fachgebiet, ein eigener Facharzt, den ich in Montpellier im Süden Frankreichs gemacht habe. Siehst du jetzt hier einen Punkt, dass wir ein, weil du ja auch da aus der Pharma kommst, ein Medikament vielleicht viel zu schnell mit einer Notfallzulassung breit an die Masse verteilt wurde? Ja, sehe ich. Also Notfallzulassung haben wir ja nicht in Europa, sondern das ist halt hier eine bedingte Zulassung. Eine bedingte. Aber man muss ja eigentlich wissen, wir sind noch in der klinischen Studie. Hallo und herzlich willkommen hier bei Topwetter hier in München. Ihr seht ja draußen, Mai, es ist richtig sommerlich, tolles Wetter. Wir würden am liebsten draußen stehen, aber bei dieser Massenhysterie, bei dieser Massenhypnose trauen wir uns nicht raus. Wir haben für euch, für dich ganz speziell da draußen, übrigens danke, dass du eingeschaltet hast, haben wir heute wieder einen Gast hier im Rooftop in München. Wir hätten gerne draußen gedreht, ist klar. Aber Wind und Regen haben wir uns dann doch nicht ganz getraut. Dafür sind wir dann ein bisschen zu weich. Die Menschen draußen haben auch Angst, deswegen gehen wir auch nicht raus. Du brauchst keine Angst haben, hier ist alles sicher. Mein spezieller Gast heute, direkt aus Frankreich, Manfred Horst. Ich habe den Doktortitel absichtlich unterschlagen. Ja, das ist ja nicht so wichtig. Lieber Manfred, Dr. Manfred Horst, du bist Kliniker. Vielleicht magst du ganz kurz ein paar Worte dazu sagen. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Ein herzliches Dankeschön dafür. Ich weiß, dein Zeitplan ist ein bisschen knapp. Wir haben es trotzdem hinbekommen. Schön, dass du hier in München bist. Ja, also erstmal vielen herzlichen Dank, Michael, dass du mich hier eingeladen hast. Ja, mein Zeitplan ist knapp, so knapp ist er jetzt auch nicht. Ich komme immer gern nach München. Wie du weißt, meine Frau ist Französin, französische Schulärztin. Ich selber Kliniker, naja, ich habe in der Klinik gearbeitet, als ich noch sehr jung war. Bin dann ja in die Pharmaindustrie gewechselt. Ich habe da mitgearbeitet bei der Entwicklung von Medikamenten und auch von Impfstoffen. Und bin jetzt also 2016 bin ich bei der Merck MSD ausgeschieden und habe seitdem meine eigene Beraterfirma für Biotech, für Pharmaunternehmen. Und ja, im Moment arbeite ich für eine kleinere Firma, die auf Mallorca übrigens beheimatet ist, eine Ausgliederung aus der Universität von Palma, im Krebs, also die ein neues Medikament für schwer heilbare Gehirntumoren entwickelt. Jetzt muss man ja schon ganz klar und deutlich machen, du bist akkreditierter Mediziner, approbierter, Entschuldigung, ich bin, da muss man jetzt sehr Ja. genau sein. Nur, dass man mir jetzt wieder nicht vorwirft, wen hast du da wieder eingeladen, du bist nicht genau genug. Weil das ist ja heute, ihr wisst das ja alle da draußen, du hast bestimmt schon die ein oder andere Sache gelesen und gesehen, wo man dir explizit erklären möchte, dass diese Leute hier nicht, ja, YouTube-Format, ihr wisst schon, dass die überhaupt gar keine Ahnung haben und hier handelt es sich nicht um Journalismus. Also arbeiten wir es ganz klar raus. Du hast mehrere Jahrzehnte in dem Bereich gearbeitet, generell Ja, also Pharma, Patienten. ich hab in München approbiert und auch promoviert übrigens. Ich habe dann bin nach Frankreich umgezogen, habe dort Allergologie und Immunologie also einen französischen Facharzt gemacht. Was das hier wäre, weiß ich nicht. Ich glaube, da müsste man hier in Deutschland noch entweder Dermatologie oder Innere da vorher studieren, um überhaupt Allergologe werden zu können. Das weiß ich nicht, ob das heute noch so ist. Das war irgendwas damals so. Aber in Frankreich ist halt Allergologie und Immunologie ein eigenes Fachgebiet, ein eigener Facharzt, den ich in Montpellier im Süden Frankreichs gemacht habe, wo ich ja auch meine Frau kennengelernt hatte. Wir haben auch 7 Jahre lang hier in München gewohnt. Da habe ich da für die deutsche Filiale von MSD gearbeitet hier. Und ja, und wie gesagt, meine klinische Erfahrung, das sind wirklich nur mehr oder weniger die ersten paar Jahre gewesen. Also ich habe in allgemeinen Arztpraxen Vertretungen gemacht im Süden Frankreichs. Und ich habe halt in einer Klinik für
Allergologie, also hauptsächlich Asthma, Heuschnupfen, Bronchitis, chronische Bronchitis. Da habe ich mir 3 Jahre lang gearbeitet. Ne. Was ich jetzt damit sagen möchte, ist, du bist da gestartet, das heißt, du hast direkt auch mal dort gearbeitet, weil es gibt ja immer so Theoretiker, das bist du nicht. Ich würde auch ganz klar sagen, aus meiner Sicht, du bist dann in den Pharma-Bereich aktiv gewechselt, ja. Hast dort auch sehr viele Erfahrungen gesammelt. Wie viele Jahrzehnte? Drei Jahrzehnte, insgesamt drei Jahrzehnte. Also bei Merck fast 2 Jahrzehnte, das war ja dann... Ich bin auch stolz, für Merck gearbeitet zu haben. Das ist auch eine sehr gute Pharmafirma. Ich würde auch hier nicht grundsätzlich die Pharmabranche verdammen. Also Merck hat sehr viele Innovationen auf den Markt gebracht. Ich war auch teilweise peripher mit beteiligt an der Entwicklung von Gardasil, den Impfstoff für das HPV-Virus gegen das Gebärmutterkarzinom. Vorher war ich noch bei Novartis, bei Gai gewesen, auch in der Schweiz. Ja, ich habe halt eine typische Karriere im Mittelmanagement von der Pharmaindustrie hingelegt und war, wie gesagt, bei den Entwicklungen mehrerer Medikamente und Impfstoffe auch durchaus persönlich auch beteiligt. Also, was ich damit rausstellen wollte, ist, du bist da kein unbeschriebenes Blatt, du bist nicht irgendjemand, wo man sagt, okay, der hat überhaupt gar keine Ahnung, weder in der einen noch in der anderen Richtung. Nicht umsonst bist du jetzt Mediziner und bist aber jetzt auch ein Kritiker. Vor allem, bleiben wir mal bei der Sache, bei den Maßnahmen, da haben wir uns ja auch kennengelernt vor einigen Monaten. Interessant ist für mich aber jetzt gar nicht der kritische Bereich zum Thema Maßnahmen, aber siehst du einen Punkt, dass wir zu diesem Zeitpunkt jetzt bei der Herstellung, bei der Bewertung von gewissen Stoffen, die jetzt gerade in aller Munde sind, wo wir in einer Massenhypnose eigentlich schon sind, dass sich dort im Verhältnis der letzten 30 Jahre was ganz massiv geändert hat? Es hat sich sehr viel ganz massiv geändert. Also sowohl bei der Zulassung von präventiven Therapien, es hat sich sehr viel geändert. Man hat ja bisher, also wenn ich das mal ein bisschen länger weiter ausholen darf, ne, man hat ja bisher solche Atemwegskeime, und ein solcher ist ja SARS-CoV-2. Ne, man hat neue Atemwegskeime, es gibt jedes Jahr neue. Es gibt vor allem jedes Jahr neue mutierte Grippeviren auch. Es gibt aber auch, und darauf hat man nicht so viel Wert gelegt, die weiter zu verfolgen im Moment, aber es gibt auch jedes Jahr neue mutierte Adeno, Rhino, Parainfluenza, Coronaviren und so weiter, die dann insgesamt das Syndrom der Grippewelle darstellen im Winter, wo ja auch durchaus Menschen dann zum Opfer fallen. Das ist bekannt und das ist eine Natur der Sache. Wir sind alle sterblich. Und ich glaube, das haben wir ein bisschen im Moment als Gesellschaft völlig vergessen. Man will offensichtlich den Tod besiegen. Denn das ist die eine Zahl, die ich eigentlich... Ich war am 12. März 2020, war ich vor meinem Fernseher gesessen in Paris, weil mich das auch beunruhigte. Ich hatte 4 Kinder hier in München. Gut, das sind erwachsene Kinder, aber wenn da mal so Berichte kommen, dass da so ein entsetzliches Virus in China tobt, dann will man natürlich auch wissen, was da los ist. Ich hatte da noch nicht viel gelesen über das, was da in China schon berichtet worden war, welche Personen da überhaupt befallen waren und welche dann auch tatsächlich daran starben an diesem Virus oder mit diesem Virus. Aber als die Italiener, die ja am 9. März schon ihren Lockdown gemacht haben, zum ersten Mal eigentlich fast in der Weltgeschichte die gesunde Bevölkerung daheim eingesperrt, als die am 12. März dann ganz offiziell ihre Daten vorgestellt haben, da war ich sogar auf einem italienischen Fernsehen gesessen, habe mir das angehört. Und ich bin fast vom Sessel gefallen. Also daheim bei mir, mich hat es wirklich fast runtergerutscht, als der Vorsteher dieses italienischen Gesundheitsinstituts, Brusaferro ist es, weiß ich noch wie heute, der stellt es davor und sagt, Durchschnittsalter der ersten 2003 Corona-Toten, da waren die von Bergamo, wo es so fürchterlich zugegangen war angeblich, und der ganzen norditalienischen Ebene waren die mit dabei. Ja. Durchschnittsalter dieser ersten 2003, das ist durchaus eine sehr große Kohorte schon, da kann man dann schon einiges draus schließen. Wie gesagt, Durchschnittsalter 80,3 Jahre, 75% männlich. Da macht man eine kurze Überschlagsrechnung. Ich habe auch ein Statistikdiplom übrigens. Epidemiologie und Statistik habe ich auch ein Diplom in Frankreich mir geholt. Aber gut, man braucht keine so große Ausbildung dafür zu haben. Das genügt eigentlich fast der gesunde Menschenverstand bei dem Ganzen. Also ich habe
wenn man das kurz überschlägig betrachtet, man ist praktisch, die Italiener werden sehr alt, aber man ist praktisch bei dem mittleren Sterbealter der italienischen Bevölkerung. Ja. Gut, man muss dann statistisch, wenn man das wirklich betrachten will, muss man dann natürlich viel, viel mehr noch tun. Aber das als erster Schritt, der erste Schritt ist schon mal, naja, also es ist normal, in diesem mittleren Alter zu sterben. Ja? Das, glaube ich, haben sich viele Leute gar nicht gesagt und sagen sich bis heute viele Leute nicht. Es ist normal, im mittleren Alter von 80 Jahren, das übrigens ein sehr hohes Todesalter ist im Mittel, weil die meisten Länder haben das noch nicht erreicht, aber wir im entwickelten Westen haben das erreicht. Das ist normal, in diesem Alter zu sterben. So. Und dann hat er noch hinzugefügt, ohne mit der Wimper zu zucken, und dann hast du mich wirklich fast auf den Boden gehauen, das hat er gesagt, alle diese 2003. Vielleicht mit zwei Ausnahmen. Dann hat er so nochmal zu seinem Adlaten so rübergeschaut und hat gesagt, müssen wir vielleicht nochmal in die Patientenakten gehen. Mit zwei Ausnahmen vielleicht. Alle mit schweren Vorerkrankungen, die ihr Ableben auch oder zumindest miterklären können. So, dann stand für mich eins fest. Und das habe ich auch am nächsten Tag, am 13. März, in einer WhatsApp-Nachricht an meine Kinder geschrieben. Macht euch um dieses Virus keine Sorgen. Das ist ein ganz banales, mutiertes Bronchitis, Schnupfen, von mir aus auch Grippevirus, wie man es auch immer nennen will. Aber es ist jedenfalls keine schlimme neue Epidemie, die jetzt wie die Pest oder wie die Cholera über Europa hereinbrechen wird. Jetzt werfe ich dir mal entgegen, weil ich möchte jetzt hier nicht als Verharmloser dastehen. Du hast jetzt offizielle Zahlen des italienischen, ich sage es mal, Gesundheitsministers oder wer auch immer das war. Ja, Präsidenten des, Präsident, also, des Istituto Superiore di Sanità in Italien. Ja. Du hast also diese Zahl, die er offiziell genannt hat, hast du überprüft, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, vereinfacht. Mittleres Sterbealter, keine besonderen Vorkommnisse, es war eigentlich wie immer. Es ist das mittlere Sterbealter der Allgemeinbevölkerung. Okay, dann können wir aber trotzdem sagen, ob wir das jetzt dem einen oder den anderen Namen geben, das gab es die Jahre davor auch, Fragezeichen, zumindest in diesem Umfang. Mittlere Sterbealter ist immer das gleiche oder ähnlich gewesen. Ja. Das heißt, also das muss man natürlich statistisch, wenn ich dir kurz unterbrechen darf, das will ich halt ein bisschen auch erklären. Ne? Normalerweise, wenn wir in der Statistik, in der Epidemiologie prüfen wollen, ob eine gewisse Variable einen Einfluss auf die Sterblichkeit der Bevölkerung hat. Der erste Schritt, den wir tun, man nennt es retrospektiv. Das ist genau das, was ich da ja auch gemacht habe und was die Italiener eigentlich auch hätten, haben auch einige gemacht sicherlich. Ja. Ne? Man schaut, wie sieht die Kurve der Verteilung des Sterbealters aus. Ne? Ja. Gut, also, und wenn diese Kurve, und dafür gibt es dann statistische Tests, wo man das dann auch testen kann, wenn die sich nicht im Wesentlichen unterscheidet von der Kurve in der Allgemeinbevölkerung, dann schließt man zunächst mal, oder zumindest wirft man die Hypothese auf, ja, dass diese Variable eine Zufallsvariable ist, dass diese Variable die Sterblichkeit in der Bevölkerung nicht beeinflusst. Okay. Ja. Das heißt, also ich hab ja auch vor kurzem einen Artikel auf der Achse des Guten veröffentlicht, wo ich das auch nochmal erklärt habe. Man kann durchaus auch mal untersuchen, ob rote Socken... Ja, ob rote Socken, du lachst, aber das ist eine Zufallsvariable. Gut, dann würden das, glaube ich, würde mir jeder zugestehen von vornherein. Die Wahrscheinlichkeit, dass rote Socken im Vergleich zu anderfarbigen Socken die Sterblichkeit erhöhen, ist wohl gering. Gut, ja. Das untersuchst du aber jetzt erstmal und du wirst dann herausfinden, dass die Leute, also bin ich sehr sicher oder fast sicher, dass man herausfinden wird, dass Leute, die bei ihrem Ableben rote Socken anhatten, oder kann man auch sagen, die letzten Monate dafür hauptsächlich, ist ja egal, wie man das dann definiert. Ja, aber jedenfalls, dass so eine Zufallsvariable, man wird dann, wenn man die Gehorte groß genug macht, 2003 sagen wir mal zum Beispiel, wie die Italiener damals, wird man herausfinden, dass die Sterblichkeitskurve ungefähr der Allgemeinbevölkerung entspricht. Was jetzt bei Corona ein bisschen anders ist, ist natürlich, man hat keine Säuglingssterblichkeit, zumindest damals nicht gehabt und wahrscheinlich auch heute noch nicht so viel. Mhm. Gut, aber man testet ja auch eigentlich keine Säuglinge auf das SARS-CoV-2-Virus. Ja. Na, aber sonst ist die Kurve inzwischen praktisch dieselbe. Und das ist ja nicht nur in Italien und bei der ersten Kohorte so gewesen. Das ist inzwischen, hat sich das herausgestellt, das ist auf der ganzen Welt so. Jetzt beschimpfe ich dich mal ganz kurz als Verschwörungstheoretiker, Ja. Wie alle anderen auch. Vor einem Jahr hat man uns das ja vorgeworfen, da haben wir auch darüber berichtet. Das war Doc Belsky war hier, hat gesagt, die Sterbestatistik
hat überhaupt keinen Ausreißer, hat man uns in der Luft zerrissen, uns beschimpft, wüst beschimpft. Mhm. Wir würden das Coronavirus verharmlosen, wir würden da irgendwelche Sachen wegstecken, wir würden da in Zahlentricksereien verfallen. Mittlerweile ist es so, dass ich glaube ich auf das letzte Jahr bei den entsprechenden Sterbestatistiken in Deutschland, die haben wir ja offiziell erhoben, gibt es ja eine Kurve, die ist deckungsgleich und sogar niedriger als mit den letzten Jahren. Und es gibt zwei Wochen, die übrigens die Presse rausgegriffen hat, also es ist ganz, ganz schlimm. Mhm. Im letzten Jahr, da war es einmal höher. Zwei Wochen im ganzen letzten schlimmsten Jahr der Geschichte Bundesrepublik Deutschland, ja. Pandemie, größte der Welt, ganz schlimme Situation, war sie zwei Wochen lang ja. höher als in den vergangenen ja. Jahren. Die hat man rausgegriffen, hat gesagt, jetzt geht's richtig los. Mhm. Jetzt siehst du da als Mediziner einen ganz klaren Fall von es ist Panikmache? Also den Begriff Verschwörungstheoretiker möchte ich eigentlich auch von mir weisen, wie du ja auch. Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob da was dahinter steckt, hinter allen diesen politischen Maßnahmen, die ja verheerend sind. Ich glaube, da können wir uns, da sind wir ja da sind wir all, völlig dran. Einig. Das ist jedem klar. Hier wird wirklich der Rechtsstaat und die Demokratie angegriffen. Ja. Von unseren eigenen Regierungen. Und ich meine, ich lebe in Frankreich und in Deutschland mehr oder weniger. Ich kriege das wirklich hautnah mit. Ja, ich habe auch den Vergleich. Ich habe auch viele Bekannte und Freunde in England und übrigens auch in Amerika. Das ist aber ein interessanter Fall Amerika, was sich da inzwischen tut. Ja, also diese Maßnahmen sind ja verheerend. Und wenn man jetzt sich betrachtet, auch einfach rein nur medizinhistorisch, wann gab es denn Seuchen und was haben die für Auswirkungen gehabt? Also wie Cholera, Pest und solche, der schwarze Tod in Mitteleuropa, das hat ja dann wirklich auch manchmal ein Drittel, manchmal sogar die Hälfte der Bevölkerung hingerafft. Ja. Also solche Seuchen, schlimme Seuchen, man würde das in der Sterbestatistik sehen, ja, die würden dann aber auch das mittlere Sterbealter natürlich senken. Natürlich. Ja, weil das ist ja eigentlich per Definition fast so, eine Kohorte, die im selben Alter stirbt wie der Rest der Bevölkerung. Die kann auf die lange Sicht natürlich, wenn das mittlere Sterbealter gleich bleibt, auch die Zahl der Toten nicht erhöhen, ohne dass es eine riesige demografische Verschiebung gibt. Also das ist ja auch statistisch. Natürlich kann man, und da diskutiere ich auch noch mit ein paar Statistikern drüber, ob man, es gibt natürlich eine Situation, wo man sagen kann, da kommen die gehäuft, ja. Das ist zwar immer noch das gleiche Sterbealter wie die Allgemeinbevölkerung, ja. aber das passiert alles auf einmal. Mhm. Aber das kennen wir ja schon von den Grippewellen zum Beispiel. Genau. Das ist ja nichts. Ja, die Grippewellen fangen im Allgemeinen Oktober, November an und hören dann im April, Mai. Das ist halt immer wieder unterschiedlich, welche bei Monate. So einem Wetter hört's später, bei so einem Wetter, ja. ja. Ich glaube, das weiß auch jeder von uns. Das hat auch nicht unbedingt immer was mit Ansteckung zu tun. Also gut, also man. Über unsere Schleimhäute, das ist ja auch nachgewiesen, da huschen ständig irgendwelche Viren. Die Luft hier ist getränkt von Viren. Ja. Viren sind ja eigentlich auch, zu meiner Zeit, als ich Mediziner war, haben wir darüber gestritten, oder jedenfalls war das damals noch eine Frage, eine offene Frage, ist das überhaupt schon Leben? Ja. Heutzutage sagt man, das ist überhaupt kein Leben, weil es hat keinen Stoffwechsel, ein Virus. Ne. Das ist ja nur der einzige Zweck hat es natürlich auch nicht, aber das Einzige, was ein Virus macht, ist, sich irgendwo an einer Zelle anzudocken, eine menschliche, tierliche, pflanzliche, was auch immer, anzudocken und seine genetische Information reinzuschießen, um sich zu vervielfältigen. Das ist alles, was ein Virus macht. Ja? Das ist ein sehr bescheidener Lebenszweck, wenn man das als Leben bezeichnen will. Ja? Und unsere Schleimhäute, da huschen da ständig irgendwelche Viren drüber. Und die meiste Zeit werden wir mit unserem Immunsystem, werden auch übrigens ältere Leute, meine Mutter ist 88, die hat halt ab und zu auch mal einen Schnupfen jetzt, die werden damit fertig. Ne? Nur wenn man halt, und deswegen heißt es ja auch Erkältung, wenn man sein Immunsystem, wenn das Immunsystem ein bisschen runtergefahren ist, zum Beispiel, und ich weiß das persönlich ganz genau, wenn ich irgendwie in einem kalten See gebadet habe und danach nicht sehr schnell in die Wärme komme und einen heißen Tee trinke, dann habe ich danach am nächsten Tag oder zwei, drei Tage später habe ich einen Schnupfen und eine Bronchitis und so weiter. Ne? Das ist halt einfach, das Immunsystem ist runtergefahren worden, dann kann eines dieser Viren, die sowieso auf meiner Schleimhaut sind, das passiert nämlich auch ohne jeden Kontakt mit anderen Menschen dann halt auch, dann kann sich das vervielfältigen und dann habe ich eine Entzündungsreaktion des eigenen Körpers. Da sind wir jetzt ein bisschen weg vom Thema, aber das ist genau der Punkt, um den es geht. Immunsystem habe ich die letzten 12 Monate nirgendwo gehört. Ja, aber Stärkung des Immunsystems ja. hat ein Herr Söder noch nicht mal in den Mund genommen.
Ja, das ist ja das ist ja auch der Punkt, wo ich dann sage, die ganzen Maßnahmen sind ja eigentlich ja auch völlig grotesk, weil wenn es um die Gesundheit der Bevölkerung geht und dann erlaube ich den Kindern nicht mehr Sport zu treiben und den Erwachsenen nicht mehr Sport zu treiben, dann vereinsame ich die Alten und so weiter und so fort. All die Maßnahmen brauchen wir jetzt gar nicht im Detail Ich gehe drüber mal nicht da eingehen, rein, weil dass das es bist hier, du jetzt dass nicht hier. das hier der Gesundheit nicht zuträglich ist, dass das Ja. die Gesundheit stark schädigt, das ist ja wohl eindeutig. Und das möchte ich jetzt an, da möchte ich jetzt halt nochmal, um zu den Sterbestatistiken auch zurückzukommen. Ne? Das muss alles noch sehr, sehr genau analysiert werden, natürlich. Es gab ja durchaus Länder, übrigens auch Frankreich, wo es zumindest März, April letztes Jahr und dann auch nochmal ein bisschen etwas weniger im Winter dieses Jahres eine leichte Übersterblichkeit gab. Also immer drauf, immer eine Frage, wie man das definiert. Es ist jedenfalls mit Sicherheit nicht das, was man von einer mittelalterlichen Epidemie erwarten 30 hätte müssen. Prozent, 10 Also Prozent mehr na, gestorben sind weniger, ganz, ich weniger. weiß, das ist Ja. im mit einstelligen Es sind, Prozentbereich ja, es ist irgendwo alles eigentlich gestiegen. im einstelligen Prozentbereich, wenn man das und dann halt immer auch im Vergleich zu den 5 vorangegangenen Jahren, Mal rauf, was mal auch immer ein runter. Problem ist, weil wir werden alle, unsere Gesellschaften werden alle älter, wir werden auch mehr und dadurch nehmen die Sterbezahlen grundsätzlich zu. Also Amerika ist ein ganz gutes Beispiel, da ist in den letzten 10 Jahren, ist fast jedes Jahr haben sie 100.000 Tote mehr gehabt. Ne? Und jetzt auch 2020 natürlich. Bevölkerung aber auch gestiegen Ja, und so weiter. aber ich würde sogar auch sagen, auch wenn tatsächlich, wenn man statistisch sagen würde, das ist jetzt nicht mehr ganz normal, dann muss ich zumindest die Hypothese aufwerfen. Da will ich gar kein Verschwörungstheoretiker oder sonst irgendwas sein, ich muss die Hypothese aufwerfen, es gab in diesem Jahr, gab es zwei verschiedene Ereignisse, die etwas vom Normalen abgewichen sind. Es gab vielleicht eine Epidemie mit einem neuen Virus, das wir noch nicht kannten. Es gab aber auch gesellschaftliche Maßnahmen, wie wir sie vorher noch nie durchgesetzt haben. Und ich glaube, es gibt keinen Zweifel daran, dass auch diese gesellschaftlichen Maßnahmen Leute umgebracht haben. Und dann muss man auch schauen, ob diese Übersterblichkeit nicht auch oder vielleicht auch nur verursacht worden ist durch, ja, also jetzt um ganz, ganz konkret zu werden, einfach Leute, die mit einem Herzinfarkt sich nicht mehr in die Klinik getraut haben. Ich habe persönlich, kenne ich da Fälle von Leuten, die sich nicht in die Klinik getraut haben. Die haben wir in Frankreich, haben wir versucht, die dazu zu treiben, sich behandeln zu lassen. Das ist immer ein ganz wichtigen Punkt. Also als Mediziner muss man ja immer unterscheiden, Wirkung des Medikaments gegenüber Nutzen. Weil eine Wirkung eines Medikaments kann ja auch Ja, Nebenwirkungen Wirkung haben. ist der Nutzen, Nebenwirkungen, ja. Ja, ich wollte gerade sagen, man muss dann immer abwägen, was nützt mehr oder nützt es überhaupt etwas? Ja. Siehst du einen Punkt, dass gerade eben wir verlernt haben, wieder zu unterscheiden? Also erstens, Dr. Josef Dornbusch hat gesagt, toller Satz. Sterben muss wieder erlaubt sein. Das ist der erste Satz, den er gesagt hat. Und das zweite ist, wir müssen uns ganz klar überlegen, ob der Nutzen dem Risiko überwiegt oder ob das vielleicht sogar das Risiko größer ist als der Nutzen. Ja. Siehst du da einen Punkt, dass wir da auch mit Covid massivst was aus dem Auge verloren haben, nämlich was hilft nicht? Beatmungsmaschine, nicht Beatmungsmaschine, da Ja. wollte ich jetzt auf den Lancet-Artikel hinaus, wo am Lancet, Anfang, ja. Lancet, Ja. Entschuldigung, ich immer der Lancet, die ja ganz klar gesagt haben, sie waren am Anfang verkehrt gewickelt. Sie Ja. haben sogar falsche Medikamente empfohlen in der falschen Dosis. Sie haben, die Beatmungsmaschine ist von Medizinern dann als völlig, nahezu völlig nutzlos und sogar gefährlich tituliert worden. Ja. Das ist ja keine Ja, gut. Verschwörungstheorie, sondern das ist ja de facto dann Das revidiert wird ja worden. auch in der Medizin diskutiert. Ich glaube, das ist ja auch, das wird ja auch Gott sei Dank übrigens auch offen diskutiert. Da bin ich jetzt nun kein Experte, will ich auch Okay. sagen. Ich habe einmal im praktischen Jahr auf einer Intensivstation gearbeitet. Dann blenden wir das da aus an Aber der Stelle, ich da würde, wollen wir naja, die konkret sein. Diskussion verfolge ich ja schon auch. Ich meine, und ich habe ja auch mit ein paar Intensivmedizinern, ich habe ja auch auf der Arzt ist gut mit einem Intensivmediziner auch diskutiert. Also ja, das in der Panik, die ja auch induziert wurde bei Medizinern und beim Pflegepersonal und in den Krankenhäusern und auch in den Arztpraxen und die ja immer noch herrscht. Man hat vor diesem Virus eine fürchterliche panische Angst, viel, viel mehr, als man das jemals vor einem Atemwegsvirus gehabt hat. Und was ich behaupten würde und wo mir die Zahlen recht geben, ist halt, glaube ich, dass diese Panik nicht unbedingt gerechtfertigt ist. Ne?
Da würde ich jetzt wieder sagen, da können wir jetzt mal zwei Seiten bezeichnen. Das ist ja eine sehr emotionalisierte Diskussion. Wenn du die mit einem Maßnahmengegner führst, die sind ja meistens sehr schwer zu diesen Diskussionen zu bekommen. Maßnahmenbefürworter. Entschuldigung, Maßnahmenbefürworter, ja. Und natürlich entsprechende Personen dann in unseren Fernsehmedien, Zeitungen, finde ich sehr, sehr einseitig. Denkst du, dass hier einfach zu diesem Thema Risiko, Maßnahmen überhaupt kein Debattenraum mehr existiert? Das glaube ich auch nicht. Also ich glaube, wir sind ja alles Menschen. Das ist jemanden, der in Angststarre verharrt im Moment. Ja. Da glaube ich, ist es zwecklos und den muss man menschlich mitnehmen. Ja. Bin ich auch nicht immer sehr gut, weiß ich. Ja. Es ist mir, weil mir geht es hier um sehr viel, mir geht es hier um unsere Freiheit auch bei dieser ganzen Geschichte. Mir geht es auch, das ist auch, weil es halt auch mein Fachgebiet ist, das hier dazu geführt hat, praktisch, dass man diese Freiheit wie noch nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland und übrigens sicherlich auch in der Geschichte der Französischen Republik eingeschränkt hat, da geht es mir dann halt um sehr viel. Jetzt um das mit diesen Nutzen und... Nee, lass uns ganz kurz dabei bleiben, weil da möchte ich dich jetzt nicht rauslassen, das wäre jetzt zu einfach. Siehst du einen Missbrauch, einen aktiven Missbrauch der Medizin an der Stelle? Einen aktiven Missbrauch der Medizin? Geh mal 2 Jahre zurück, Grippewelle 2018 war in Frankreich genauso schlimm wie in Deutschland, die Zeitungen waren voll mit... Aber das hieße ja, es wäre ein Plan dahinter. Es wäre ich habe nicht gesagt Plan, aber ich meine, hätte man uns das damals verkaufen können, zu sagen, wir müssen jetzt alles dicht machen, die Krankenhäuser sind. Ja, man hat es ja schon, man hat ja das ja manchmal, es gibt ja Vorgeschichten, man hat es versucht, ich weiß eben nicht, ob das aktiv ist, ich glaube schon einem Christian Drosten, dass er tatsächlich ein bisschen Angst hat. Diese Leute sind so mit ihrem, in ihrem Subjekt, in dem Subjekt ihrer Forschung da drin, und das sind halt nun mal Viren, und das sind halt nun mal, ist halt nun mal die RNA von Viren, dann, die will er jetzt nicht verbreitet haben. Die will er jetzt, da will er jetzt irgendwas damit, und das hat er ja schon 2009 bei der Schweinegrippe so gemacht. Ne? Also, und es ist wahrscheinlich auch grundmenschlich, vor Dingen, die man noch nicht kennt, die neu sind, da hat man halt dann erstmal Angst. Und irgendwas hat sich jetzt da so aufgaloppiert. Die Welle ist einfach gestiegen in irgendeiner Form. Mhm. Also ich weiß es aber nicht. Es gibt Great Reset, es gibt dieses Buch und so weiter. Ich weiß nicht, ob irgendwas dahinter steckt. Man kann aber sicherlich mit vielen Leuten, immer mehr Leuten übrigens auch, die vorher Befürworter waren, auch in meiner Kollegenschaft, kann man inzwischen sehr, sehr gut auch wieder diskutieren. Weil sie sehen ja langsam auch, dass es so schlimm nicht ist, dass das Virus letztlich auch nicht viel anders ist, als das, was man vorher schon kannte, rein medizinisch. Und jetzt nochmal zu der Frage Nutzen und Nebenwirkungen. Die Nutzen der Maßnahmen, die kann man ja zumindest stark in Zweifel ziehen. Und man müsste ja eigentlich nur mit gesundem Menschenverstand in ein paar Länder wie Schweden oder... ein paar Staaten in den USA oder Japan schauen, da gibt es keine Hunderttausende von Toten mehr. Ja? Weil das müsste ja eigentlich passieren nach den Modellrechnungen, die man uns vorgerechnet hat, um die Maßnahmen zu rechtfertigen. Ja? Es gab für die Maßnahmen, um halt jetzt im Medikamentenjargon zu bleiben, es gab für alle diese Maßnahmen nie einen Wirksamkeitsnachweis. Ja? Also die werden von der europäischen Arzneimittelbehörde wären die zumindest, sagen wir mal, bis vor einem Jahr, wären die nie zugelassen worden. Es gibt aber sicherlich sehr viele Nebenwirkungen, die sind auch noch nicht so richtig analysiert. Aber die Nebenwirkungen, die Kollateralschäden, die das immer genannt wird, die sind natürlich massiv. Ich meine, die sind wirtschaftlich, politisch und halt auch menschlich. Ja. Jetzt hat, nur um das auch jetzt da auf den Punkt zu kommen, ich finde die schlimmste Zahl der letzten 2 Wochen, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann es war, es wurde ja gesagt, es gab jetzt da Schäden bei unserem sogenannten Allheilmittel, wo jetzt die Leute einen riesen Run drauf gemacht haben und auch das Allheilmittel suchen, diesen komischen Stoff, den sie den Leuten in die Ader jagen. Mhm. Der entscheidende Punkt. In Muskel. Dankeschön. Ja. In den Muskel, Entschuldigung, das ist der, danke, dass der Mediziner mir da über die Straße... Gott sei Dank noch nicht in die Ader. Ich bin da ein Anfänger. Ja. Wo Boris Reitschuster wirklich nachgefragt hat, es gibt da ja eine Zahl von definitiv 520 ganz kurz nach der Impfung verstorbener Personen, die dann auch in der Bundespressekonferenz auf über 2000 revidiert werden musste, auf Nachfrage. Mhm. Das ist also eine ganz offizielle Zahl. Also hier an den YouTube-Zensoren, falls ihr das seht, ganz offizielle Zahl,
die das Bundesgesundheitsministerium in der Bundespressekonferenz dem Boris Reitschuster mitgeteilt hat. Siehst du jetzt hier einen Punkt, dass wir ein, weil du ja auch da aus der Pharma kommst, ein Medikament vielleicht viel zu schnell mit einer Notfallzulassung breit an die Masse verteilt wurde? Mhm. Ja, sehe ich. Also es ist, Notfallzulassung haben wir ja nicht in Europa, sondern das ist halt hier eine bedingte Zulassung. Eine bedingte. Aber man muss ja eigentlich wissen, wir sind noch in der klinischen Studie. Allen, denen jetzt hier dieses Allheilmittel verpasst wird, die müsste eigentlich klar sein, dass sie halt weiterhin in der klinischen Studie sind. Sie müssten eigentlich auch einen sogenannten Informed Consent geben dazu. Und das passiert ja im Moment nicht. Also das sind sehr viele Mechanismen, die ich für praktisch für unverrückbar gehalten habe bis vor einem Jahr. Die sind da völlig außer Kraft gesetzt. Das Wort, weil ich kenne es auch nicht. Was heißt das? Ist es Informed Consent? Ja. Dass der Patient beraten wird über das, was er, wo er hier teilnimmt. Also Patient ist es ja in dem Fall nicht, sondern das ist ja eigentlich ein Freiwilliger. Ja? Okay. Ein freiwilliger, gesunder Mensch, der sich stechen lässt. Und er muss darüber aufgeklärt sein, dass er hier an einer klinischen Studie teilnimmt. Und er muss nach allem besten Wissen und Gewissen muss er aufgeklärt darüber sein, was das für Nebenwirkungen haben kann, was natürlich auch was für Nutzen bringen kann, aber auch was das für Nebenwirkungen haben kann. Und das passiert ja wohl im Augenblick, also ich weiß, dass es in Frankreich in vielen Fällen sicherlich nicht passiert. Die Leute gehen rein, in ihre Zentren, 10 Sekunden, zack, und wieder raus. Ja, 10 Sekunden raus nicht, sondern sie müssen 15 Minuten warten. Ja, zumindest bei der ersten müssen sie, was auch, das ist auch fast widersinnig, bei der ersten müssen sie 15 Minuten warten, um einen anaphylaktischen Schock eventuell abzuwarten. Diese Reaktion gibt es ja durchaus, ja. Ist ja auch beschrieben. Und bei der zweiten in Frankreich offensichtlich nicht mehr. Also da gibt es mit Sicherheit auch allergische Reaktionen. Ist seltsam, aber das ist halt so. Und es ist vieles relativ seltsam, was im Moment passiert. Ich denke, es hat was mit Druck zu tun. Man möchte das auch durchdrücken. Wenn man die Leute beraten würde, würden sie vielleicht sagen, das kann ich nicht machen. Ist das ein Punkt, wo du sagst, sie gehen ja vorher... Durchaus möglich. Ich beschreibe mal Folgendes, blödes Beispiel. Wir haben wirklich vor einem, ist statistisch nicht sauber, ich weiß, wir standen vor einem Bioladen und haben die Leute gefragt, ob sie sich impfen lassen würden. Ich nehme das Wort absichtlich in den Mund. Also pro Impfwerbung an der Stelle, ob sie sich impfen lassen würden. Sie gehen in den Bioladen einkaufen und ich glaube, es waren 72%, wir haben 150 Leute ungefähr befragt an unterschiedlichen Läden und die haben dann gesagt, 72% ja, würden sie machen. Mhm. Und daraufhin auf die Frage, ob sie da kein Risiko sehen, weil immerhin ernähren sie sich ja gesund, sie haben ein Immunsystem, wollten sie dazu nichts mehr sagen, weil das dann aus meiner Sicht ein Glaubensproblem auslöst. Ja, ja klar. Siehst du jetzt eine Massenhysterie, eine Massenhypnose, dass die Leute überhaupt nicht mehr darauf eingehen, wo ihr gerade ihr Satz ist, also quasi ihr Glaubenssatz? Denn die rennen ja da alle hin und glauben, danach wird alles gut. Ja, ja, durchaus. Also das Ganze ist seit etwas mehr als einem Jahr eine Massenhysterie, eine der größten der Weltgeschichte, glaube ich. Und wie du das gerade beschrieben hast, das ist sehr gut. Also es gibt natürlich sehr viele Leute, mit denen man, wenn man mit denen versucht zu reden, das ist ein Dogma. Es hat dann gar keinen Sinn mehr. Mhm. Und das sind auch die dann sehr schnell, wenn ich einfach nur sage, medizinisch das und das und das und vielleicht kannst du mal das bedenken, dann werde ich auch sehr schnell in eine Ecke geschoben, bin ich halt dann, was weiß ich, Verschwörungstheoretiker, Rechtsextremist, was man dann halt auch immer ist. Ne? Und das hat dann auch nicht viel Sinn. Da muss man schauen, dass man mit diesen Menschen irgendwie menschlich, wenn man sie nicht als Freunde zum Beispiel verlieren will, dass man weiter mit denen über was anderes redet. Ja, ganz einfach. Es gibt viele schöne Dinge im Leben, das habe auch ich das letzte Jahr jetzt gelernt, und die muss man auch weiter pflegen. Und die kann man Gott sei Dank auch noch weiter pflegen. Musik, Literatur, was weiß ich. Ja. Ich habe gelernt, mit den Menschen wieder ins Gefühl zu gehen. Das heißt, da wo wir früher immer rational gesagt haben, du mach mal A oder B, das ist eins von beiden, wird schon klappen, muss man mit den Leuten heute ins Gefühl gehen. Ich habe ja nicht nur Mitleid mit denen, sondern ich verstehe ja auch, dass sie nicht drauf reingefallen sind, aber dass sie das alles mitnimmt. Ja. Und dass sie den, sag ich mal, Verlockungen des Heilands, dass irgendjemand anders sie retten wird, dass sie dieses Produkt oder diese vielen Produkte gerade retten werden, das kann ich ja verstehen. Dass ich man auch. Dann den gesunden Menschenverstand ausschaltet, ja. Kann ich nicht so ganz verstehen. Lieber Manfred, wir sind jetzt schon bei vorgerückter Minute und
Ich möchte ganz klar sagen, vielen Dank für deine Eindrücke. Es erfordert auch ganz viel Mut, vor die Kamera zu kommen. Wir haben die letzte Zeit ganz wenig Menschen dazu bekommen, weil wir wirklich mal einsammeln wollten, welche Menschen welche Begründungen haben, diesen heißen Shot da zu nehmen. Da ist auch viel Druck von der Gesellschaft mit dabei, von Freunden und so weiter. Auch die ganzen Erleichterungen, die damit mitkommen. Da habe ich sehr viel Erfahrung sammeln dürfen. Vielen Dank, dass du hier bist. Soweit ich gehört habe, wirst du demnächst auch mit in Berlin dabei sein. Vielleicht kannst du da noch ganz kurz erzählen, weil deswegen haben wir uns ja hier auch nochmal getroffen. Ja, aber das ist nicht sicher. Das ist nicht sicher. Das hat mit Sicherheit ja nichts zu tun. Aber ja. Also ich finde die Arbeit von Herrn Dr. Füllmich und seinem Team da im Corona-Ausschuss, das, ich glaube, dass das eines Tages historisch wird, ja, was der dazu gesammelt hat. Ich stehe ja mit ihm halt auch persönlich in Kontakt. Er hat mich angerufen, nachdem er meinen Artikel da auf der Achse des Guten gelesen hatte. Und ich fahre jetzt nach Berlin. Wir haben uns lose ausgemacht, dass wir uns treffen und dass ich da vielleicht vor dem Corona-Ausschuss was sage. Ist aber nicht sicher. Muss auch nicht sein. Da ist schon so viel gesagt worden von sehr, sehr vielen, ja schon nicht mehr in den Fakten, sehr, sehr guten, kompetenten Leuten. Also mir sind meine eigenen Grenzen durchaus bewusst und ich will auch gar nicht viel mehr tun. Ich kann eigentlich auch nur sagen, es ist fast gesunder Menschenverstand, glaube ich, was ich auch in meinem Artikel nochmal zusammengefasst habe. Es gibt gewisse Fakten, die kann man einfach gar nicht leugnen. Man kann daraus dann gewisse Analysen ziehen, die kann man dann natürlich diskutieren. Bin ich auch immer bereit zu diskutieren, ich kann aber nicht über die Fakten diskutieren. Dass in Deutschland das mittlere Sterbealter der Corona-Toten 82 Jahre ist, kann man nicht diskutieren. Das ist so. Das ist mehr oder weniger der Kurve der Allgemeinbevölkerung in der Sterblichkeit entspricht, kann man auch nicht diskutieren. Ob man jetzt dann die Folgerung zieht, das ist Teil der allgemeinen Sterblichkeit und es ist überhaupt nichts Besonderes zu sehen, oder ob man sagt, es kommt irgendwas drauf hin, es kommt noch drauf hinzu, das kann man ja diskutieren. Wie gesagt, da bin ich statistisch, epidemiologisch sicherlich der Ansicht, dass man da schon sehr, sehr viel kreuzbuckeln muss, um das irgendwie so hinzubringen, zu sagen, das ist zusätzlich zu der normalen Sterblichkeit. Vor allem, wenn man ja auch sieht, Grippe gibt es nicht mehr. Man hat hier eine Krankheit, ja, man hat hier eine Krankheit mit einem sehr unspezifischen Symptomenkomplex. Ne? Hat man jetzt einfach mehr oder weniger umbenannt. Denn in den Krankenhäusern wird nur noch dieses eine Virus getestet. Und ja, übrigens nicht nur bei diesen Leuten, die halt auch wirklich eine Lungenerkrankung haben, sondern bei allen. Und sobald da dieser Test positiv ist, sobald da irgendein Virustrümmerteil über die Schleimhaut eines dieser Kranken huscht, dann wird das ein Covid-Patient. Und dann, falls er im Krankenhaus stirbt, was ja auch ab und zu passiert, dann ist es ein Covid-Toter. Und so kann man das nicht machen. Als Statistiker, da stellt es einem die Haare auf. Ne? Deswegen ist auch mein Scheitel nicht nach rechts gekämmt, weil die Zahlen und diese Massenhysterie und diese Massenhypnose, die dreht mich wirklich komplett einmal am Tag um mich selber. Finde ich interessant. Das heißt, wenn ich einen Autounfall habe, sterbe, mein Test war vorher positiv, dann bin ich ein Corona-Toter. Ne? In Deutschland vielleicht nicht. Also in Deutschland würde dann wahrscheinlich die medizinische Ethik bei dem Leichenbeschauer oder bei was auch immer, würde dann wahrscheinlich durchaus noch da. Aber ich bin nicht ganz sicher. In England, in Großbritannien, ist es so, wenn du im Augenblick deines Todes, wenn du 28 Tage in einem Zeitraum von 28 Tagen vorher einen nur positiven Test hattest, bist du ein Covid-Toter. Ich habe die Statistik gesehen. Ich wollte eigentlich nur einen Witz machen, weil ich nehme das ja selber nicht so ganz ernst. Die Statistiken an der Stelle sind sehr, sehr schwierig, weil man muss diese sich sehr im Detail angucken. Ist auch witzigerweise dann nicht mit anderen Ländern, eben England, vergleichbar oder auch nicht mit Amerika. Da sind ähnliche Tricks. Aber da will ich jetzt gerade gar nicht darauf hinaus, weil wir haben die Zahlen nicht hier, wo wir sagen können, guckt mal, hier wird es gemacht. Sondern der Punkt ist, ich finde, der wichtigste Schaden oder der größte Schaden, den wir auch noch haben, ist, dass wir über diese Dinge nicht lachen können. Also ich poste sehr, sehr häufig irgendwelche Witze und die sind dann auch teilweise politisch inkorrekt, auch absichtlich. Da kriegt man sofort eine Anfeindung, weil man solche Dinge überhaupt nicht mehr sagen darf. Ja gut, also wir sollten auch wieder Humor haben. Ja. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt Wieler oder Lauterbach im Fernsehen sehe, was ich selten tue, dann muss ich inzwischen lachen oder auch Spahn. Ja. Ja. Und übrigens auch Merkel manchmal. Das ist wirklich nur noch ein hanebüchener Unsinn. Wir sind schon wieder in einer neuen Pandemie. Ja, Herrschaftszeiten, diese Viren, die mutieren ständig. Ja. Wir werden ständig in neuen Pandemien sein, wenn wir das so definieren.
Früher wir haben jetzt 350.000, glaube ich, haben wir, weil wir jetzt dieses Virus ja ganz besonders verfolgen, SARS-CoV-2, haben wir schon 350.000 neue Mutanten definiert. Das Wuhan-Virus, das uns letztes Jahr so erschreckt hat, das gibt es gar nicht mehr. Mhm. Ja, natürlich, was wir jetzt haben, sind natürlich sehr, sehr enge Verwandte. Ich will auch nicht bestreiten, dass es eventuell, da bin ich noch auch in der Diskussion mit ein paar Intensivmedizinern, dass das durchaus eventuell ein eigenständiges Krankheitsbild in dem schweren Verlaufsformen ist, ja, dass man das auch tatsächlich definieren kann. Ich muss aber auch da sagen, auch da die Kollegen, die das sagen, und das nehme ich gerne an, aber auch diese Kollegen stellen ihre Diagnose, ihre letztliche Diagnose immer nur mit Hilfe des Tests. Sie vom klinischen und radiologischen Bild her oder CT-Bild her kann man sicherlich eine Verdachtsdiagnose stellen, aber solche Bilder hat man auch schon früher gesehen mit anderen Viren. Also das ist halt, ja, es ist sicherlich hochinteressantes Virus. Wissenschaftlich kann man da sehr, sehr viel erforschen. Wir hätten das Ganze medizinisch packen sollen und sicherlich nicht politisch. Das war ein riesiger Fehler. Und ich bin auch eigentlich sehr optimistisch und zuversichtlich, dass das sich irgendwann auch herausstellen wird. Die Wahrheit setzt sich immer durch. Ich fasse ganz kurz zusammen. Viele Wissenschaftler, speziell Mediziner, wechseln gerade die Seiten. Es geht gerade, die Intensivmediziner wehren sich gerade gegen die Panikmache der Regierung. Und sagen, einige, ja. Also das gab es früher gar nicht. Es gibt ja jetzt wirklich die Lagerbildung. Sagen, ne? Genau, es gibt eine Lagerbildung, leider wieder eine Spaltung. Anstatt eine Diskussion wird gespalten. Und die sagen ganz offen, die Zahlen sind eindeutig, wir haben vielleicht niemals einen richtigen kritischen Zustand gehabt. Im Intensivbereich. Hatten wir in Deutschland nicht. Wunderbar, das kann ich so nicht genau einschätzen, aber das sagen ist ganz offiziell von der Bundesregierung, genau. wird natürlich dann begründet mit Präventionsparadoxen, ja, und so weiter, sicherlich. Aber gut. Aber die Panikmache war nicht angemessen. Das heißt, irgendwann muss man auch mal sagen, ihr lagt ja nie richtig oder ganz selten oder nicht zu 90%, auch nicht zu 70%, auch nicht zu 50%, sondern die ganzen Sachen sind halt einfach nur Hanebüchen. Mhm. Ich meine, da gibt es eine Tendenz dazu. Ich sage nicht, dass jeder so ist. Das gibt ja unterschiedliche Meinungen und die sollte man auch da an der Stelle wirklich gemischt sehen und sagen, aber vor einem Jahr hatte jeder Panik und hat gesagt, das müssen wir unbedingt verhindern. Da stimme ich zu. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, da müssen wir jetzt auch zum Ende kommen. Ich glaube, wir werden erst sehen, was sie mit uns gemacht haben, wenn 1, 2, 3 Jahre nach der Pandemie quasi wir wieder uns zusammensehen. Nach der Hysterie. Entschuldigung. Dankeschön, nach der Hysterie und nach der Massenhypnose, weil das ist ein hypnotischer Zustand, den wir gerade eben haben. Das kann man nicht oft genug sagen. Das heißt, die Leute sind hypnotisiert und sehen nur noch eine Lösung. Das heißt, die Panikmache wird geschürt. Der Ausweg ist klar, man lässt den Leuten eine Wahlmöglichkeit. Ja, entweder ihr könnt an dem Leben nicht mehr teilnehmen oder ihr nehmt den kleinen, feinen Peaks. Das ist auch alles nicht schlimm und ihr seid da eh in der besseren Gruppe. Das werden wir in den nächsten Jahren, denke ich mal, analysieren müssen. Und dann wird auch herauskommen, was da genau passiert ist. Ich habe da auch keine Ahnung, wer es gemacht hat. Es gibt Tendenzen dazu oder Anhaltspunkte, wer da interessiert sein könnte. Auf jeden Fall, es wurde sehr viel Geld verdient. Das kann man, glaube ich, zusammenfassend mal sagen. Und es wurden unsere Freiheitseinschränkungen, also die Freiheitseinschränkungen, die man uns aufgedrängt hat, aufgedröselt, auferzwungen hat, die gab es noch nie. Und speziell in einer Demokratie nicht. Da sind wir sehr weit gekommen. Ja, ich denke, also da ist meine persönliche Meinung, habe ich auch ein paar bekannte Freunde im juristischen Fach, meine persönliche Meinung ist, dass man die Menschenrechte und die Grundrechte unter gar keinen Umstand, unter gar keinen Umständen, selbst wenn das ja die Pest wäre, dürfte man die nicht so beschränken. Das ist nicht Aufgabe des Staates. Er kann dann eventuell an die Bevölkerung appellieren, er kann gewisse Maßnahmen sicherlich ergreifen. In dem speziellen Fall waren die mit Sicherheit nie und nimmer gerechtfertigt. Lieber Manfred, ein Wahnsinnsschlusswort. Vielen lieben Dank für deine Einschätzung, weil das ist wirklich wichtig, dass die Mediziner ein ganz klares Bild liefern. Wir müssen nicht immer bei den Zahlen Fakten kleben, die sind aber auch eindeutig. Da brauchen wir nicht heute drüber diskutieren. Wir können über die Auslegung der Zahlen diskutieren. Herzlichen Dank, lieber Manfred. Du da draußen, einen herzlichen Dank an dich, dass du deine Zeit investierst, dir das anzusehen, dass du bei uns mit dabei warst, hier quasi das Ganze miterlebst, dass du da draußen erkannt hast, dass es mehrere Meinungen, mehrere Strömungen gibt, und ich möchte dir nochmal ganz klar sagen, komm in die Eigenverantwortung, löse für dich die Themen selbst, lass dir nicht von anderen Leuten sagen, was du zu tun hast. Wir sind hier eine Demokratie, jeder Einzelne hier zählt, jede einzelne Stimme zählt, und der wichtigste Punkt,
Macht nicht mit bei dieser Massenhypnose. Seid euch dessen bewusst. Schafft euch ein Bewusstsein, was sie mit euch machen, was das alles bedeutet und was es für dein eigenes Leben bedeutet. Denn daraufhin werden wir alles ausrichten. Wir werden mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit dieses Wochenende nach Berlin fahren, Pfingsten in Berlin, und auch hier ganz deutlich mit unseren Füßen, nicht nur auf der Tastatur, nicht nur vor der Kamera, unsere Meinung äußern. Das heißt, jeder Einzelne von euch, der kann, der will, der die Möglichkeit hat, nach Berlin zu kommen, sei es auch nur an einem Tag, sei es nur, um vorbeizuschauen, sei es nur, um den Autokorso mitzufahren. Jedes einzelne Fußpaar dort oben zählt. Es geht um unsere Freiheit, es geht um unsere Grundrechte und es geht um unsere Demokratie, ob wir sie behalten werden oder nicht. Wir sind auf einem sehr üblen Weg, diesen müssen wir stoppen. Es werden immer mehr, es wachen immer mehr Menschen auf. Und bitte seid so gut, bleibt trotzdem in der Liebe mit den Menschen. Geht ins Gefühl zurück, entwickelt ein eigenes Bewusstsein, geht in die Eigenverantwortung. Vernetzt euch. Du da draußen bist wichtig. Danke, dass du deine Zeit opferst. Danke, dass du uns hier begleitest. Du bist mir wichtig. Danke recht herzlich. Herzliches Dankeschön nach draußen. Bis dann.